Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Sword 2. Jetzt wieder mit der aktuellen Deutschmod. Wieder alles schön auf Deutsch, so wie das sein muss. 4,5 Jahre dauert das. Okay, wir haben gerade schon Minus drin. Jetzt können wir auch wieder alles ordentlich lesen. Gut. Wie ich sehe, wurden schon ein paar Kolonien gebaut. Etwas weiter außerhalb diesmal. Hier hinten und hier. Oh, das ist ja aber ganz schönes Wirbel mit diesen Linien, du. Eieiei. So, Nertam Breim. Ach genau, das war hier einmal die Teekan für uns. 18. Da hat man schon die Terraform-Station. Okay. Dit passt. Und hier hinten. Was war das? Ui. Gibt es nur einen einzigen Planeten um diesen Stern? Ist ja auch sehr interessant. 49, wow. Das ist ein richtig guter Planet hier. Sehr cool. Es gibt keine Besonderheiten sonst, ne? Interessant. Wir können noch verbessern, ne? Das macht überhaupt nichts. Wo gibt es hier auch noch was? Nee. Nur auf Mining Stations. Ist jetzt in unserem Bereich, tut mir leid. Das Sigiriya Breim Konsortium. Hallöchen. Ungezügelte Kriegsmüdigkeit. Ah ja, oh, die haben aber auch schon ganz so viel hier. Hm? Uiuiui. Ein Handel vereinbaren. Wir können jetzt denen in ihre Mining Station abkaufen. Krieg beenden, ist klar. Wow. Komm, wir kaufen deine Bergbaustation ab. Wow. Was ist das für eine Zahl hier? Scheiße. Eieiei. Was? Research-Chancen? Nee, lass mal. So weit kommt's noch. Meine Enderkapseln kriegst du auch. Wir geben dir einfach ein bisschen Geld. 10.000? Reicht nicht. 20.000? Nicht weniger? Nee? Wir hätten möglicherweise diesen Handel abzugeben. Komm, wir geben noch einen 10er drauf. Hm. Wollen nicht? Schade. Jetzt. Ziehen wir noch mal ein bisschen ab. Naja. Wir kaufen jetzt einfach den seine Mining Stations ab. Dankeschön. Jetzt gehört das alles uns. Wunderbar. Auch wenn das ein bisschen anderes Design ist. Aber das ist ja wurscht. Im Grunde. So, unser Krieg noch. Stimmt, da war ja auch noch was. Das Abkommen. Okay, greifen wir an. So, hier greifen wir die Station an. Okay, lassen wir mal laufen. Piu, piu. Was? Weisen Sie ins Wetter angemeldet, drum bei Wakte 3 zu untersuchen. Okay. Mach mal. Bäm. Weg waren sie. Und der schießt auf uns. Ankommende feindliche Flotte. 5. Invasionsschiffe. Richtung Crushing Dead unterwegs ist. Okay. Ja. Mach mal. Ist okay. Dass sie hier die einzelnen Nachrichten kommen. Okay, da sind jetzt die feindlichen Flotten offenbar zu uns unterwegs. Ah, hier oben. Okay. Und hier kommt noch eine Defense Force. Ja, ist okay. Das machen wir so. Ach, da oben. Okay.
Und hier unten hatte ich dann schon irgendwie Invasion geplant oder so. Ach, die kommen hier hinten. Sehr gut. Stimmt. Ach, wir hatten ja noch ein neues Schlachtschiff. Warte mal, können wir das denn mal löschen? Neues hinzufügen. Schlachtschiff. Hallo? Wo ist denn das Schlachtschiff? Da. Schlachtkreuzer. Mhm. Neues Design, oder wollte ich mir diesen Schiffshülle erstellen? Ja, schauen wir mal kurz. Kurse 400. Jo. Mach mal. Hier die Namen ändern. So. Schauen wir mal. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist hier eine Spritterreich von 600. Damit wir überall gleich sind. Achso, hier. Was sind wir? Dass ich das nicht das merken kann, ey. Nach dem Neuladen. Das ist ein bisschen schade. Große Brennstoffzelle. Eine mehr bitte. Dankeschön. Ist die Schiffshülle wieder zu groß. Ich würde den gerne noch ein wenig schneller machen, weil der ist mir anscheinend sehr langsam. So, mehr geht nicht. Ja, 59. Ist okay. Jetzt ist halt die Frage, will man zwei Raumschiffjäger-Hangar haben oder nicht, ne? Beim Schlachtschiff. Also, was ich hier schon gerne hätte, wäre diese Nova-Rakete, genau. Das wäre super. Das Flottensystem, genau. Das hätte ich auch gern. Ionenmantel, reaktive Panzerung. Boah, das ist auch gut. Von diesen Sachen. Langstreckensensor. Flottenzielsystem. Zielfasse. Die Flotte plus 10. Ist halt die Frage, ob sich das mit dem zusammen erhöht, ne? So. Und Gegenmaßnahmen noch eigentlich, ne? Wäre halt auch nicht schlecht. Im Grunde. Den Rest braucht man eigentlich nicht. Würde ich behaupten. Nehmen wir die Hangar raus. So, Energie haben wir noch. Okay. Das passt. Gegenmaßnahmen. Waffenreichweite erhöht. Oh, das ist gut. Das ist gut für diese Großwaffen. Also den hier würde ich am liebsten für die ganzen Großwaffen machen. Eklipse Massetreiber. Bombardierendes Wasser. 80. 4. Ja gut, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? So ein Bombardierungsding. Für die Planeten. Wäre gar nicht so verkehrt. Und noch Multistrahlverteidigung. Ja, der 360er, das ist schon gut. Haben wir da noch eine? Nur die eine. Das ist jetzt aber ein bisschen wenig. Na gut. Gipse, Sternstahl, Nova-Rakete. Gut, Nova-Rakete war ja Zisung, ne? Genau. Da ist es ja wurscht, wo die ist eigentlich. Würde ich behaupten. Weiß es nicht. Jungkanone macht
diverse Dings kaputt. Können wir auch drin lassen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir noch eine Ionenkanone haben. Ich würde auf jeden Fall mehr Sternstrahlen reinmachen. Haben wir hier änderungsmäßig was? Nee, zum Entern haben wir nichts. Können wir noch mehr Sternstrahlen reinmachen? Nee, ne? Ist immer so ziemlich voll. Die Ionenkanone. Was brauchen die für einen Platz zum 24er? Warum halt nicht so viel, ne? 19er für Sternstrahlen? Können wir die Essen reinmachen? Warte mal, wir haben einmal Large. Die sind so seitlich angebracht, okay. Was ist das hier? Ach, das sind zwei nebeneinander, okay. Wir machen hier noch einen Sternstar rein, würde ich sagen. So kleine. Noch auf jede Seite ein. Oh, Moment. Ist einer rein. Richtig? Ja. So wird ein Schuh draus. Nee, du passt das ja. Was rede ich denn? Oder? Das sieht irgendwie falsch aus. Moment. Zentral S. Einmal hier. Einmal hier. Nee, dann passt das doch. Da war das ja richtig. Ach, die hell erleuchteten sind frei. So, okay. So, die fette Nova-Rakete haben wir drin. Vielleicht sollten wir doch einen Hangar mindestens haben. Wo sind die Hangare hin? Hallo? Wieso wird das nicht angezeigt? Was soll das? Jetzt. Naja, siehst du, das ist zu viel. Das ist natürlich doof. Wir machen mal hier keine Hangar rein. Dafür haben wir ja unseren Träger eigentlich. Wobei natürlich die Raumjäger schon gut sind, ne? Muss ich sagen. Wir könnten natürlich die kleinen Dings vielleicht rausnehmen. Ja. Ist halt die Frage, auf was man geht. Weil wir sind jetzt ich wieder fast am Limit, sehe ich gerade. Hyperstopp wäre eigentlich auch nicht schlecht. Haben die schon irgendwo drin? Weiß ich jetzt gar nicht. Den hätte ich eigentlich auch noch ganz gern, aber der ist auch zu groß. Verdammt. Irgendwie sind unsere Schiffe zu klein. Ich weiß auch nicht. Sehr belastend. Muss da mal gucken, ob das woanders vielleicht drin haben schon. Das weiß ich jetzt gar nicht. Was können wir da noch reinmachen? Nicht mehr viel. Ein 15er bloß noch, das war's. Na super. Analyseblocker. Könnten noch ein Dings reinmachen. Analyseblocker. So, der muss hier unten rein. Ja, haben wir noch einen frei. So, jetzt haben wir noch 10 frei. Gegenmaßnahmen hat man drin, ne? 2 Stück. Ja. Und irgendwas reinmachen. Reaktive Panzerung oder so. Ionenmantelpanzerung. So. Ja, machen wir es halt so. Würde ich sagen. Ja, komm. Das lassen wir mal so. Interverteidigung haben wir auch. Okay. Wahrscheinlich wegen der Besatzungsgröße. Schildaufladerate. Eigentlich bräuchte man mehr Schilde, ne? Hm.
Obwohl, wir haben eigentlich recht viel. Wir lassen das mal so. Jetzt gucken wir nochmal kurz bei den Träger rein. Ah, der hat den Überstopp. Okay, nee, dann passt das. Einer reicht mir eigentlich. Würde ich sagen. Oh, können wir hier das, die Buchstaben ändern? Geht das? Nee, gibt kein Ö. Das ist sehr nervig. Muss ich sagen. Können wir das hier mal öffnen? Danke. Machen wir es so. Achso, muss ich den anderen löschen, ne? Ne, bevor ich jetzt hier wieder rumbastel, lassen wir das so, wie es ist. Das ist ja jetzt auch wurscht. Dann können wir ja jetzt die Kreuzer bauen. Die fetten Schlachtschiffe, was kostet das überhaupt? Schlachtschiff. Ich sehe dich nicht. Da. 37.000, das geht ja. Ich brauche nicht so viel. Dann rüsten wir mal hier die Angriffsflotten auf. Ne? Oh, jetzt hat er die andere rein, ne? So, 17 Schiffe. Stärke von 14.000. Sehr schön. Jetzt hat er hier das Schiff mit reingemacht. Was soll denn das? Du sollst doch eins bauen. Du gehst ja nicht. Nee, dann lassen wir das mal so. So, hier kam irgendwo eine Flotte an. Ne? Oh. Wir haben wieder von einem Schwarm angegriffen. So, Forschungsstation bauen. Was macht ihr? Greifst die Bergbaustation an, oder? Nö, nö. Lasst mal. Wie er hier die ganzen Kreuzer bauen will, was soll denn das? Jetzt machen unsere Invasions. Oh! Wir haben es entdeckt. Nein, Nexus. Wo denn? Hier. Oh, könnte man so. Ach, wird sogar kolonisiert. Ja, dann untersuchen wir den mal. Die uralte Heimatwelt der Mortalen. Wir haben die alte Heimat der Mortalen entdeckt. Die Welt ist zerstört und verwüstet durch den uralten Kataklysmus. Okay. Aus den Aufzeichnungen, die in den Ruinen gefunden wurden, geht hervor, dass das Reich der Mortalen sich weigerte, sich die Seite einer der beiden Fraktionen zu stellen und stattdessen sowohl gegen die Shakturi-Achse, also gegen die Freiheitsallianz, Krieg führte. Wenn man den Aufzeichnungen trauen kann, waren sie bemerkenswert erfolgreich und gewannen Schlacht um Schlacht. Dennoch hatten sie für ihre Siege einen hohen Preis zu zahlen. Die Mutanten verloren so viele Truppen, dass sie keine andere Wahl hatten, als auf Klonen Synthetik zurückzugreifen, um nicht überwältigt zu werden. Eine gründliche Erkundung der Heimwelt der Mutanten haben wir faszinierendes Relikt in den uralten Artefakten namens Speer des Ersten Königs. Oh, nett. Diese Waffe wurde lange Zeit geschmiedet und ist von Kriegern dieser Welt benutzt. Sie ist ein bedeutungsloses Symbol für die Mutanten, aber auch für uns wird es von Nutzen sein. Es wird eine teleplanetare Bombardierungswaffe entdeckt. Okay. Planetarischer Exterminator. Super Exterminator. In der Forschung. Okay. Da gucken wir doch mal. Ist wahrscheinlich wieder irgendwo ganz hinten. Planetenzerstörer. Supertriebwerk. Oder ist das das Teil? Nee. Das ist ein Schiff. Superschilder. Super Antrieb. Super Triebwerk. Ach hier. Super Exterminator.
7 Jahre, so lang ist das eigentlich gar nicht, ne? Könnte man eigentlich direkt auf diese Forschung gehen, normalerweise. Man könnte eigentlich da direkt hingehen. Muss ich sagen. Was ist denn das? Supersingularität? Schwarzer Lochprojektor. Uiuiui, okay. Nett. Aber lass uns erstmal hier die Sachen erforschen. Und dann gucken wir weiter. So, einmal rauszoomen. Danke. Raumstation oder Erholungsbasis? Keine Ahnung, was das jetzt war. So. Die Dings werden gebaut. Wozu in Arak 3? Und dat? Ach, darüber. Da ist eine Gefahr, ja, dann kümmere dich mal drum. Du greifst da oben an. Was machen meine Invasionsflotten? Ach, du bist schon da. Ja, schauen wir mal. Geht's schon los? Noch nicht ganz. Jetzt? Immer noch nicht. Versteckte Objekte, bauforschende dichte Metallblasen. Okay. Schön, schön. Das ist schon die Truppentransporter, ja. Es geht los. Uiuiui. Was? Das sind ja schon wieder ganz schön viele, ey. Jetzt habe ich schon so viel weggebombt. Das sind immer noch so viel. Darf ja nicht wahr sein. Panzerkästler, naja, bitte. Wenn wir noch ein bisschen mehr Zeug haben. Kolonie wurde gegründet, schauen wir uns gleich an. Könnten hier mal der Rest noch kommen? Echt jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Was tut ihr? Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Neuer General. Sehr komisch. Das war ja mal ein gar kein großer Erfolg hier. So, was haben wir denn hier Schönes? Genau, neue Kolonie, gleich mal eine Terraform-Station. Ja, wahrscheinlich das gleiche, ne? Oder was war hier? Hä? Ach nee, du hast den Standortbundi entdeckt, ne? Super dichte Eisdichten. Sehr schön. Oh ja. Böse Viecher hier. Ah, der hat eine Stärke jetzt von 2800. Könnt ihr mal neue Leute aufladen? Wieso habt ihr so wenig Leute? Wo bist du? Und wieso greifst du eine Bergbaustation an? So, können wir hier mal kurz was schon bei der Dingens. Flottenhaltung? Nee. Gibt's noch was zu Impf. Zu. Den. Was war das? Was wollte ich? Invasionen. Bakterien eroberten Kolonien oder Basen. Reich ändern, zerstören. Okay. Hm.
Deed gar nichts dazu. Hm? Da zählt es dann hier unter die Übermaßangriff ein. Endebedingungen für Basen, wenn Basen im eigenen Territorium. Ah, okay. Eigenen oder neutralen? Militärschiff anwerben. Wenn heidisch oder. Wenn nicht. Was? Wenn heidisch oder größer als gebaut werden kann. Ah. Interessant. Da kann ich auch einfach sagen, nö, behalt deine Schiffe. Ja, da reicht mir eigentlich das. Wenn der Hightech größer ist. Und demontieren. Demontieren, also wenn Hightech oder größer gebaut ist, ist Geld verschrotten. Ah ja. Zivilschiffe anwerben, demontieren, was ist anwerben immer? Naja, immer ja, das ist okay. Okay. Nee, dann geht es so nicht. Automatische Umbau automatisierter Flotten, ja, okay. Das passt soweit. Ah, hier, warte mal. Angriffstrupp-Level. Das ist irgendwie mehr rein, um in feindliche Kolonien einzudringen. Jetzt können wir so lassen, okay. Da müssen wir jetzt nochmal schauen wegen der Invasionsflotte. Feindliche Ziele. Kolonien. Geht nicht zu groß. Okay. Ja, müssen wir mal gucken hier. Warum greifst du jetzt Backbar-Station an und nicht irgendwie was anderes? Was war der Quark? Ja gut, die sind nicht sehr stark, aber trotzdem. Das ist ein bisschen komisch. Muss ich sagen. Der tankt. Du hast keine Mission. Könntest du hier mal irgendwie, weiß nicht, was tun? Oder so? Wenn ich die Truppen rekrutieren, hier. Komm, wir bauen hier nochmal von allen ein bisschen. So. Mit dem mal was vorwärts geht. Sind unsere Kolonien eigentlich in Gefahr? Ein bisschen zu weit. Aber trotzdem danke. Ah, hier ist eine Flotte. Wird da mal jemand vorbeischauen? Oder? Ist das eine Invasionsflotte? Nee, ne? Dr. Wedity, oder? Können wir uns verteidigen? Ah nee, Quatsch. Können wir ja noch gar nicht wirklich gut Dings hier, ne? Was ist das überhaupt für ein großes, fettes Schiff? Sieht aber soweit ganz gut aus alles hier. Glaube ich. Was ist das hier oben? Das war hier unser gefundenes Schiff. Stimmt. Was du? Wieso greifst du die Backbar-Station nicht an? Guck mal, der fliegt nach was.
Wow. Ganz toll. Ob der ja ganz toll. Können wir jetzt mal so ein Blendin erobern oder was ist los? Wieso greifst du diesen Planeten nicht an? Ich verstehe es nicht. Was soll das? Könntest du jetzt mal hier angreifen? Du musst erst die ganzen Dinger zerstören. Jetzt, hm? Es sind ja gar nicht so viel mehr. Bleibt der Rest. Ey, es sind noch 55.000 nicht gelandet. Danke. Ach, die schießen auch gleich. Oh, warte mal. Die kriegen jetzt hier auch Schaden, oder was? Operation Durchbruch mit gepanzerten Einheiten. Erst so eine Mischung ist schon gut. Ne? Ist natürlich die Frage, ob das durch das Bombardieren ist. Ne? Das weiß ich nicht. Bin ich ein bisschen überfragt. Aber das sind nur noch Milizen dann, okay. Eine neue Kolonie. Yay. Party. Sogar in die 20er. Kriegt trotzdem eine Terraform-Station. So, Schlachtschiff wurde auch gebaut. Ach, hier oben. Sehr schön. Antike mortalen Flottentürme. Muss. Die hatte ich, glaube ich, schon abgebaut, ne? Ich sehe zumindest keine mehr. Scheint so. Okay. So, Schlachtschiff wurde gebaut. Ja. Ich sehe es nicht. Aber okay. Oh, wir haben sogar schon mehrere gebaut. Sehr schön. Ist hier schon irgendwo unterwegs? Nee. Das kommt erst aus dem Hangar. Irgendwann. Hallo? Bisschen viel Betrieb, ja. Habe ich das Gefühl. Noch eine neue Kolonie. Sehr schön. Kleine Raumhafen, ja. Kaserne, gerne. Nee, Verteidigung ist auch nicht schlecht. Keine Ahnung, wo das Schiff hier ist. Das ist ein Transporter. Ach, da. Fett ist Schlachtschiff. Nicht ganz so schnell. Greifen wir unsere Bergbaustation an, oder was? Okay. Ja, fettes Schlachtschiff. Sehr schön. So, das haben wir auch besiedelt. Direkt mal Terraforming. Oh, hier haben wir noch zwei unbekannte Sachen. Sehr cool. Wenn wir das bald rausfinden, denke ich mal. Wo sind das? Ach, auch hier hinten. Okay. So, was ist hier mit der Invasion jetzt, ne? Liebe Freunde. Wie schaut's so aus? Muss ich schneller machen? Irgendwie. Habt ihr schon alle runtergebracht? Nö. Ach doch, ja. Nee, es war eine andere.
Schatz geborgen. Schiffe bauen, nein. Nein. Okay, danke. Schatz gefunden. Waren denn so meine anderen Schiffe? Welche Flotte ist denn das hier? Kannst du hier deblockieren oder so? Eine Blockade mal machen? Gucken wir mal. Oh, antike Raumhafenruinen gefunden. Auf Moat. Oh. Cool. Ein Landschaftsbild, okay. Dieser riesige Raumhafen ist anders als alles, was wir bisher bauen konnten. Ist alles anders als alles, was uns auf unseren Reisen begegnet. Seine Forschung wird uns ermöglichen, unsere Raumhäfen und unsere Schiffstechnik zu verbessern. Wow. Wow. Megaträger. Modulfertigung automatisiert. Mega Großkampfschiffe. Ultraeffiziente Triebwerke. Schnelle Abfangjäger und schnelle Bomber. Oh, wie nice. Ja, das hat sich ja mal gelohnt hier. Wow. Was? Wo ist denn das jetzt? Ist es hier? Ah, hier. Megaträger. Schwere Träger. Armeetransporter. Oh, das ist gut. Weltschiff. Kolonisierung. Okay. Großkampfschiffe. Mega-Großkampfschiffe. Schweres Schlachtschiff. Oha, oha. Die Größe von 500. Oh, sehr nice. Coole Sache. Hier, die haben wir auch fast, ohne dass ich was machen musste. Brauchen auf jeden Fall mal die besseren Waffen, ja? Habe ich so das Gefühl langsam. Jetzt müssen wir mal die Energiestrahlen bauen. Superstrahlen. Superlaser. Super Array. Todesstrahl. Oha. Oh, der kann ja super bombardieren hier. Okay. Scheiße, ey. Das sind ja echt mega Waffen hier. Krasse Sache. Super Tarnung in Sensoren, ja. Überlegenes Kommando. Integrierte Kommandozentrale. Boah, weiß mir gar nicht, was man zuerst forschen soll hier. Heieiei. Und wieder ein Schatz geboren. Hat das eigentlich schon eine Raumstation hier? Sieht es aus, ne? Können wir mal einen Raumhafen bauen? Okay. Offenbar nicht. Kann ich hier keinen großen bauen? Ist hier ein Sturm oder warum geht das nicht? Doch, jetzt geht's. Keine Ahnung, warum das von uns nicht ging. Wir haben eine Bergbaustation geentert. Sehr schön. Können wir bestimmt mal gebrauchen irgendwann. Ich dachte, die ändern keine im fremden System. Was ist denn hier mit der Invasion? Eieiei.
Ja, mal viel verloren hier, du, mein lieber Scholli. Pause. Wir brauchen, glaube ich, größere Invasionsflotten, habe ich das Gefühl. Das reicht so nicht. Oder ich muss sie erst wegbomben. Aber immerhin haben wir jetzt das Ding geschafft. Was? Willst Krieg beenden? Okay, bekannter spezieller Ort. Okay, 1400. Tja, haben wir Planet verloren, ne? Scheiße gelaufen, würde ich sagen. Und das mal abbrechen, geht das? Aber nicht mein Design, oder? Ne. Eher brutalen Sache. Kurz weiterlaufen lassen. So, wie geht's euch? Geht eigentlich, ne? Passt eigentlich. Tauglichkeit von 37. Schaden von 6. Oh, haben wir noch? Mhm. Inhaftiert, okay. Ey, wir sind ganz schön angeschlagen hier, du. Uiuiui. Können wir noch einen Raumhafen bauen? Jo, machen wir da als nächstes. Würde ich sagen. Die Hostel Weisen. Aber keins von unseren Schiffen, ne? Genau, verzieh dich mal. Ah, der will die erobern. Das will ich gerne machen. So, du hast keine Mission mehr. Dann gehen wir auf Verteidigung. Würde ich sagen, Pause. Wir haben ein Schiff geentert. Die Hostel Horizon. Was hast du denn schön? Das ist ein Quantum-Antrieb. Ist aber kein gutes Schiff. Weißt du, was wir damit machen? Wir zerlegen das. So. Brauchen wir nicht. Weg. Landschaftsbild. Enormer Sandsturm. Ist mir egal. Ja, machen wir. Und noch eine neue Kolonie. Tauglichkeit von 16. Da heißt, es kommt wieder eine Terraforming-Station hin, mit der unsere Planeten gleich verbessert werden. So, einmal rauszoomen. Hier hinten, okay. Wieder mitten bei denen drin, okay. Ja, okay. Dann kann ich leben. Weiß nicht, ob die damit leben können. Sehr nice. So. Ich würde sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit den Eroberungen. Würde ich mal sagen. Dann danke ich wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.